Letzten Endes wollt ihr doch sehen, wie ich mich hier quäle. Eigentlich sind doch alle glücklich. Ich wollte mich quälen. Ich meine, sonst hätte ich nicht angefangen, Tomb Raider 4 zu spielen. Und ihr wolltet sehen, wie ich mich quäle. Also sind doch alle zufrieden. Ich fand es gerade so schön, wie er sich sein Notizbuch in den Brustkorb gesteckt hat. Das kann auch nur er. Wenn er wenigstens Titten hätte, dann würde ich das ja noch verstehen, dann, dass er sich zwischen die Titten gesteckt hat. Aber er hat keine, wisst ihr. Ja, das ist übrigens auch neu, dass Lara jetzt nass werden kann. Sie kann also, sie ist alt genug, um feucht zu werden. Ja. Nichts gefunden, Lara? Na gut. Verwenden Sie die Vorwärtstaste und die Links- bzw. Rechtspfeiltasten, um sich über die Wasseroberfläche zu bewegen. Warum schreist du so? Wenn Sie die Küste erreicht haben, drücken Sie die Aktionstaste und steigen aus dem Wasser. Küste. Ich habe die Küste erreicht. Suchen Sie nach einem Hebel oder Druckpunkt. Ganz in der Nähe muss einer sein. Wenn Sie ihn gefunden haben, drücken Sie die Aktionstaste, um ihn zu aktivieren. Druckpunkt. Och nee. Oh, eine matschige Textur. Ich werde ein bisschen daran rumkrabbeln, dann öffnet sich diese Tür. Ja, ich dachte eben, dass er uns auffordert, uns auszuziehen. Das hätte ich ihm durchaus zugetraut, dem alten Lustsack. Dort oben befindet sich ein weiterer Hebel. Legen Sie ihn um und kehren Sie danach so schnell es geht zurück. Ich leg lieber gleich dich um. Die Aufgabe ist fast gelöst. Ich meine, so ein alter Sack, der ständig in irgendwelchen Ruinen rumkrabbelt, der dürfte durchaus ein bisschen notgeil sein. Mein massiger Körper könnte mögliche Fallen auslösen. Sie hingegen können unbemerkt passieren. Wie passend. Sein massiger, muskulöser Körper im Vergleich zu Laras Hungermodelkörper. Werner! Die Russen sind da. Oh, wir können Lara stöhnen hören. Geil. Was war das? Was ist das hier? Oh, okay. Wir sind hier unerwünscht. Ich sehe schon. Okay. Oh, da sind ja noch mehr. Scheiße. Hi. Dann klettern wir mal der Sphinx ins Maul. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Allerdings ist hier in diesem Spiel so gut wie gar nichts geschenkt. Für einen Spaziergang war dieser Ort nicht geeignet. Offensichtlich. Deswegen gehe ich auch so selten raus und spazieren, weil ich weiß, da kommen Stacheln von der Decke, wenn ich das mache. Okay, da ist zu. Oh, aber wir können Laras Ausschnitt betrachten. Oh. Hi. Ich bin weg. Autogramme gibt es später. Versprochen. Ja, genau so stelle ich mir meine Zuschauer vor. Nein, natürlich nicht. Jetzt ist natürlich die werte Frage, wie kann ich aussteigen? Ich habe gerade ein Déjà-vu. Das war genau so in Markus' Let's Play. Lara, raus! Geh aus diesem verdammten... Würdest du jetzt aus dem verdammten Scheiß-Drecksauto aussteigen? Hallo, ich drücke zur Seite. Ich drücke alles, was ich drücken kann. Nein! 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 Ich wusste, ich hatte... mein Blutdruck. Irgendwie dachte ich gerade, hier zwischen seinen Beinen wäre irgendwas, aber offenbar ist er ein Eunuch. Das Tal der Könige ist halt ziemlich offen, wie ihr seht. Genauso wie der Arsch der Entwickler. Ich weiß nicht, ob die das hier in ihrer Freizeit machen, mit den Granaten rumwerfen. So hier, oh, wir treffen uns jeden Samstag in der Wüste nachmittags und werfen ein paar Granaten aus dem Auto. Ich meine, jeder hat so seine Hobbys. Das ist, finde ich jetzt, da sollte man tolerant sein irgendwie. Und es ist ja niemand in der Nähe, außer mir. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Schlagermatter ist anwesend. Dabei mag ich gar keine Schlager und auch keine Schläger.
Schläger, die Schlager hören, gehören zu meinen absoluten Erzfeinden. Diesmal verkneife ich mir irgendwelche anzüglichen Sprüche. Bin heute lieb. Löcher in der Wand sind meistens Rückwege. Es sei denn, es handelt sich um Glory Holes. Hallo, Laras Arsch. Ah, das ist ein Riesendildo, der durch dieses Loch gesteckt werden... Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ein goldenes Tampon. Das ist doch keine Scheibe. Das ist eine Sonnentaschenmuschi. Okay. Ja, schön. Schöne Kameraperspektive. Wer wollte Lara nicht schon mal von innen sehen? Dieses Geräusch, wenn sie diese Stange hochklettert, ne? Das weckt so viele Assoziationen, die ich hier eigentlich gar nicht über die Lippen bringen kann. Lippen hingegen sind ein sehr gutes Stichwort dabei. Okay. Die pissen aus ihren Didgeridoos oder so. Wir wollen zurück in den Raum. Mit der großen Schale. Wir wollen uns sozusagen in Schale werfen. Och nee. Töte mich. Tötet mich. Ich hole mir nur die Munition. Ich kack mal auf die Fackeln. Ich meine, wie viele haben wir jetzt? 142. Wenn ich auf die Fackeln kacke, dann stinkt's beim Anzünden. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen sollten wir das vielleicht nicht zu wörtlich nehmen. Hoffentlich treffen wir keine Staubsaugervertreter. Ich musste auch leider komplett die Steuerung wieder neu einstellen. Meine Tastenbelegung, meine Geliebte. Seltsamerweise hat sich das Spiel das nicht gemerkt. Es hat plötzlich Alzheimer. Ich wünschte mir, das Spiel hätte auch vergessen, dass Lara eine blöde Schlampe ist. Gucken wir doch direkt uns mal hier oben um. Da kommen wir bestimmt irgendwo hin. In Teufels Küche zum Beispiel. Ich wollte Laras Küche schon immer mal sehen. Diese Frau ist bestimmt Veganerin. Einfach um Menschen zu quälen. Oh, scheiße! Lara. Heb doch bitte die Scheiße auf. Heb sie auf! Tu es! Bückstück. Danke. Oh, day, 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 day. Tu dat load. Tu dat den load. Boah. Boah, hi. Was soll's? Boah, den hatte ich ganz vergessen. Schöne Reaktion. Vollkommen chaotisch. Oh, diese Köter gehen mir auf die Nerven. Das sind die Zuschauer, die schon am Gähnen sind. So klingt ihr, wenn ihr gähnt, Zuschauer. Ich weiß es doch. Diese Löcher sind doch auch böse, oder? Nee, okay. Die sind irgendwie nur... Okay, ich habe verstanden, dass der Raum mich nicht mag. Ich habe verstanden, dass der Raum mich umbringen will. Ich glaube, ich weiß, was das Geheimnis war. Ich glaube, ich hätte einfach 5-mal drehen müssen. Okay. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Was war das denn jetzt? Jetzt mal im Ernst. Komm, ich wieder die ganzen Schlaumer. Hier mal auf Anhieb geschnappt. Ich bin wütend, Kinder. Richtig wütend. Aua. Och, das ist doch nicht euer Ernst. Ich verballere Uzi-Munition, um Gewehrmunition zu bekommen. Genial. Uah. Er fand's auch genial. Er hat nur eine komische Art, mir das zu zeigen. Hi! Das ist so spannend. Ich guck mir den Boden an. Ich guck mir den Boden an. Laras Pferdeschwanz ist fast so lang, dass er auf dem Boden schleift. Wie Dragon Ball geguckt oder so? Kann ja sein. Ist heute eine weit verbreitete Krankheit, habe ich gehört. Und wieder 500 Abonnenten weniger. Weil ich einen Witz über Dragon Ball gemacht habe. Och, fick dich, Spiel. Im nächsten Level wartet Alexandria auf uns. Ich bin gespannt, was es bereithält. Und bis dahin, ciao.